Und natürlich machen wir natürlich auch gleich weiter mit dem nächsten Part hier. Und ja, was machen wir dieses Mal? Wir holen uns ein paar neue Waffen für Donald und Goofy. Es ist wieder Zeit, dass sie die neuen Waffen wieder mal bekommen. Denn immer wenn Sora eine neue Waffe bekommt, kriegen natürlich die beiden anderen ebenfalls noch eine Waffe. Also, was habt ihr denn dieses Mal für uns? Ihr habt einen Hammerstab und geschaffen für den Kampf, besitzt immense Durchschlagskraft, Maximum MP minus 1 Punkt. Ja, Goofy. Und du kriegst den Magierstab, mein lieber Donald. Ach nee, warte, wir müssen nochmal kaufen. Moment, wir haben noch gar keine Ethas mehr. Das sind 1500. Ja, hat genau gereicht. Und davon können wir 2 holen. Ne, 3. 2. Und davon holen wir uns 2. Super. Wir haben unser ganzes Geld ausgegeben für wichtige Sachen, aber. Ausrüsten, Donald bekommt den Magierstab. Und der gute Goofy bekommt das Golem. Willst du mich jetzt verarschen? Ach komm, kriegst du das Golem-Schild. Oh, ja. Wir müssen noch was machen. Wir müssen was machen. Und ihr wisst, was wir machen müssen. Wir haben nämlich in zwei Parts haben wir was ganz Wichtiges bekommen. Und das müssen wir jetzt eintauschen. Oha. Also, eins kann ich euch sagen. Hier braucht ihr nicht mehr zu trainieren. Weil, ja, ihr seht's ja selber. Ups. Das lohnt sich hier gar nicht mehr. Wir machen die alles voll schnell platt und so. Aber, ich gebe euch noch einen Tipp. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Und zwar, als wir die Mokris zum ersten Mal begegnet sind, also hier diesen Schmiedeplatz, geht mal noch so lange ihr könnt hier immer trainieren bei jedem Ort sozusagen. Weil, wie gesagt, das ändert sich ja irgendwann, diese Fähigkeit, also die ganzen Items, die wir bekommen. Und ja, wenn wir die irgendwann nicht mehr kriegen und das Schmieden weitermachen müssen, dann haben wir so eine kleine Arschkarte, weil dann wird es irgendwie nicht krasser und so alles. Also, ja, besser gesagt, da wirklich aufpassen und schnell noch ein paar Gegenstände sammeln. So, Merlin, haben wir irgendwas Neues für die gute Fee? Hast du irgendwas Neues für uns? Hast du noch einen Geist für uns oder sowas? Gute Fee, erzähl mal. Oh, noch ein Beschwörungsstein. Dann wollen wir ihn mal erlösen. Dann beginnen wir mal. Bibidi babidi bu. Dumm, oh dumm. Dumbo, Bambi. Boah, geil. Wenn ihr mehr von den Steinen findet, bringt sie mir. Oh, jetzt haben wir 1, 2, 3 Leute neue Aufrufe. Soll ich die euch zeigen, Leute? Ich zeig sie euch. Dieses für eure Menü. Oh. Nicht aufgeben. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, gerade einen Satz weggemacht. Wir haben gerade wieder. Nee. Okay, gut. Kannst du behalten. Kannst du behalten, eigentlich, Merlin. Ich hätte mal doch nach. Nach Monstro hätte ich mal herkommen können. Scheiße. Egal. Na gut, also, dann wollen wir mal die Aufrufe mal sehen, die ich jetzt habe. Und das waren Bambi, Genie und Dumbo. Jetzt, ich will üben. Ja, na klar, ich will üben. Welche Art machen wir wieder unbeweglich? Das finde ich am besten. Da gehen die mich auf den Sack. So, also, rufen. Und zwar machen wir Genie. Und da ist er auch schon. Yeah. Geistblitz. War cool. Und Genie macht das jetzt die ganze Zeit.
und richtig krass und so. Also jeden Gegner, den wir anvisieren, mit Genie. Also jetzt castet die ganze Zeit die Zaubersprüche und jeder Gegner, den ihr seht, wird jetzt als Angriff. Voll cool. Ist richtig geil gemacht. Jetzt macht er wieder. Und Genie ist einer, der wirklich reinhaut mit den Angriffen. Das ist richtig gut und so alles. Und dann kümmern wir uns mal um den nächsten. Und zwar Dumbo. Ah, Dumbo. Der ist voll toll. Ich mag Dumbo. Und jetzt sind wir auf einmal kleiner geworden. Und jetzt können wir also auf Dumbo fliegen und einen Tsunami einsetzen. Der macht ziemlich viel Wasserschaden. Also ihr seht ja hier. Wir können auch ein bisschen hochfliegen und je nachdem, wie hoch die Gegner natürlich fliegen oder sowas, fliegt Dumbo natürlich auch hin zu den Gegnern. Also auch beim Schwimmen ist es genauso, auch die gleichen Tasten. Und natürlich verschwindet Dumbo genauso schnell wie halt auch die anderen. Nun kommt der letzte und der gute Bambi. Puh. Oh, süß, Bambi. Bambi ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Find den voll toll. Oh, habt ihr schon mal in Rekids schon mal gestreichelt? Das ist richtig cool. Also jetzt erstmal zu der Fähigkeit von Bambi. Je mehr ihr, also er lässt halt Items fallen, so wie ihr sehen könnt. Und ich weiß gar nicht, wie das mit der. Ich glaube, wir müssen die einfach nur angreifen. Dann lässt er irgendwann auch so krassere Items fallen. Aber hier, guck mal, jetzt zum Beispiel könnte ich jetzt, wenn ich irgendwo in einem Kampf bin oder sowas, rufe ich Bambi. Und dann bin ich jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen. Ja. Ich habe jetzt gerade keine Mana mehr oder sowas. Dann rufe ich Bambi und dann schenkt er mir voll viel. Hier seht ihr. So viele Mana und. Mana-Blasen und so. Das ist richtig cool. Aber. Es gibt natürlich noch weitere Aufrufe. Ich glaube, es gibt noch einen einzigen, den wir noch haben. Die bekommen werden. Und wer das ist, werdet ihr natürlich auch noch sehen. Ist ja klar, das muss natürlich sein. Aber ihr wisst, wo wir hingehen wollen. Richtig! Wir besuchen wieder Winnie Pooh. Ich könnte es auch ein bisschen einfacher machen, erstmal die ganzen Sachen suchen. Aber da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Also werden wir jetzt Winnie Pooh besuchen. Wir haben ja wieder eine neue Seite wieder mal. Und hier oben ist die neue. Ein weit angelegtes Gemüsefeld. Willst du hineinschauen? Ja! Da ist unser neuer Bereich sozusagen. Und hier ist es auch schon. Ist es nicht schön? Ein Gemüsefeld. Und wer natürlich die Serie kennt, natürlich Winnie Pooh und so alles kennt, weiß, wer hier wohnt. Nämlich der gute Rabbit. Ja. So, was haben wir denn hier drin? Untersuchen wir mal. Drin steckt ein Brief. Ich hoffe, wir gehen bald zusammen Honig suchen. Puh. So. Oh, hier ist es so ein bisschen Wäsche aufgehängt. Ein Wäschebrett. Und was haben wir hier? Hier ist nichts. Oh, da sind sie alle. Rabbits Haus. Hallo. Also, Rabbits Haus ist wieder zurück. Aber etwas fehlt noch. Puh, hat laut gerufen, aber das Haus sagt, Rabbit ist nicht da. Niemand da? Nein, niemand. Ja, natürlich ist da jemand. Also, gehen wir mal in die Vorne drüber. Rabbits Haus. Wer ist diese Person mit dem Namen Niemand? Niemand hast du? Hast du Rabbit gesehen? Jetzt geht er durch das Loch durch. Nein, es ist kein Rabbit hier. Niemand ist hier. Da ist er ja. Hallo Rabbit. Oh, was für eine angenehme Überraschung. Schön dich zu sehen, Ferkel und. Ist das ein neuer Freund? Hallo. Tut mir leid, aber ich habe keinen Honig mehr. Deswegen sucht Puh auch schon die ganze Zeit.
Ich kann dir nichts geben. Verschwende keine Zeit mit Suchen. Ferkel. Also Rabbit ist auch zurück. Aber einer fehlt noch. Einige unserer Lieblingsplätze sind auch verschwunden. Oh, was sollen wir nur tun? Halt, da oben ist doch was. Halt. Das da oben will ich haben. Das da oben will ich haben. Ja, untersuchen. Honig, ich konnte da hinauf. Möchtest du was davon? Aber du musst natürlich nicht. Oh, vielen Dank, Rabbit. Ich nehme nur ein kleines Häppchen. Ich habe ein bisschen Hunger. Puh. Du isst doch nicht den ganzen Topf leer, oder? Wenn du einmal anfängst, bist du nicht zu bremsen. Nur so in Bildern. Na, Puh, schmeckt's. Wie schön, dass ich beide gefunden habe. Den Honig und Rabbit. Oh, schon wieder kein Honig mehr. Also Rabbit ist auch zurück, aber da fehlt noch einer. Hatten wir schon. Also lassen wir die mal kurz in Ruhe. Und gehen mal. Ich weiß nicht, muss ich natürlich irgendwas machen? Moment. Ein. Puh ist und ist. Wie schön. Nee, war doch noch irgendwas, was man noch machen könnte. Mal ansprechen. Ah, schon wieder kein Honig da. Ja. Ah. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, Winnie, Winnie, Winnie the Pooh. Voll cool. So. Hilfe! Jemand muss Pooh helfen! Hm? Oh, hallo Ferkel! Das ist nur passiert, weil du immer so viel Honig isst. Wenn Pooh nicht dünner wird, bleibt mein Haus verstopft. Wenn wir doch nur etwas tun könnten. Oh, was machen wir? Ach herrje, und Hilfe, ich stecke schon wieder fest. Ich bin durch dieses Loch hereingekommen. Es muss geschrumpft sein. Ist das geil. Ist ja klar, wenn man ein bisschen was isst, dann wird man ein bisschen dicker und dann kommt man durch manche Löcher nicht mehr raus. Och man, Puh. Wie kann ich Honig essen, wenn ich hier feststecke? Könntest du mir zum Mittagessen vielleicht einen Honigtopf bringen? Kein Honig? Bis du wieder frei bist. Wenn Puh nicht dünner wird, bleibt mein Haus verstopft. Wenn wir doch nur was tun könnten. Halt, ich weiß, ein bisschen Karottensaft ist die Lösung. Mein Karottenbeet ist auf der anderen Seite des Baches. Karottensaft ist genau das Richtige, damit ein Puh dünner wird. Oh nein! Jetzt kommt mein Liebling! Hallo, ich heiße Tigger. T-I-G-G-E. Das heißt Tigger. Sag mal, dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Hallo Tigger, du hast meinen neuen Freund Sora angesprungen. Hey Puh, du siehst heute ja nicht besonders glücklich aus. Ist das eine neue Übung? Herumzuspringen macht viel mehr Spaß. Wieso springst du ständig so rum, Tigger? Wieso? Springen könnte Tigger am bestesten. Apropos, mein Sprungpunkt ist weg und verschwunden. Dann wird das eben mein neuer Sprungpunkt. Yeah, ich finde das so toll. Tigger Skorpe ruiniert meine Karotten. Und wenn wir Puh keinen Karottensaft geben, wird er für immer feststecken.
Bitte hilf mir, halte Tigger von meinen Karotten fern. Eine ganz schön vertrackte... Ich wollte beinahe lesen, verkackte Sache. Vertrackte Sache. Wer sagt denn heute noch vertrackte? Aber ich habe eine Lösung. Okay. Die Eule, der Tutorial-Mann, ist wieder da. Sora, du musst das Karottenbeet beschützen. Wenn Tigger zweimal auf eine Karotte schwingt, versinkt sie. Also so ungefähr. Pfup. Einmal. Und zweimal. So. Dann ist sie weg. Dann können wir sie nicht mehr irgendwie retten. Genau so. Rette die Karotten vor Tigger springen und bekommst Punkte. Wieso? Wie fragst du? Es ist ganz einfach. Sei bei den Karotten, bevor Tigger auf sie raufspringt. Hier sind 15 Karotten. Dein Punktestand hängt davon ab, wie viel du rettest und wie oft du Tigger blockierst. Okay, Leute. Das Minispiel machen wir im nächsten Part. Also dann, Leute, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.